So, neue Aufnahme für euch, gleicher Abschnitt für mich. Damit willkommen an dieser Stelle für euch in der neuen Folge. Und wie gesagt, bitte nicht wundern, ich bin hier noch in der gleichen Session. Okay, Gold kann ich nicht abbauen, nice. In der gleichen Session. Guck mal, warum mache ich mir nicht einfach eine Eisenschaufel? Noch einiges an Problemen gespart, oder? Bauen wir das ab. So, die Wolle tun wir gleich in den großen Rucksack. Ich hoffe, da ist schon mal dunkle Wolle, schwarze Wolle ist nicht. Ja, dann tun wir das halt in den nächsten Rucksack. Also sprich hier. Das alles da rein. Den großen Setzling tun wir da rein. Wir haben noch Eisenkies, wobei den Eisenkies haben wir, glaube ich, auch im großen Rucksack. Hoppala. Im großen Rucksack drin, ne? Jawohl. Und es kommt halt noch Goldkies dazu. Und davon mal gar nicht so wenig. Weil man hier schon Goldkies praktisch vor der Nase niedergelegt bekommt, will man da ja gar nicht meckern, sondern steckt ein, was man kriegen kann. So, ne, wie gesagt, ich hatte in der vorigen Folge erzählt, ich hätte voll Bock auf Tekken 7 und das gibt es ja momentan auf Steam und ja, aber der Preis, der ist mir einfach zu teuer, kann ich mir finanziell nicht leisten, aber ich hoffe irgendwann mal ein Angebot zu schießen, um da vielleicht Tekken zu zocken, alles frei zu spielen und so weiter, weil Tekken ist einfach, ja, damit bin ich groß geworden. Hätte ich mal wieder Bock drauf und so weiter und so weiter. Street Fighter, das Neueste habe ich ja auch für den PC. Bloß, keine Ahnung, das konnte mich irgendwie nicht fesseln. Das war nicht so. Das hat nicht so mit dem guten alten Street Fighter zu tun, finde ich. Und alles ist nur noch auf. Download-Content bzw. Packs ausgelegt, die man eventuell kaufen muss, kaufen soll, whatever. Also sprich, du willst einen bestimmten Charakter haben, dann musst du da Download-Content XYZ kaufen oder die Deluxe Edition oder den Season Pass und ja, darauf ist mittlerweile irgendwie jede Spielindustrie aus. Ich meine, man kann es verstehen. Wollen ja alle ihre Brötchen verdienen, ihre Kohle, was weiß ich nicht was, aber dass darauf nur noch aus ist, keine Ahnung, ob ich es gut heißen soll oder nicht. Das ging ja damals auch, da würde ich mir schon gern die alten Nintendo, Super Nintendo Zeiten zurückwünschen. Apropos Nintendo, ey, da ist ja noch was, eine Nintendo Switch. Ich hoffe ja, dass Nintendo, genauso wie viele, viele andere Spiele schmieden, beziehungsweise Konsolenschmieden und so weiter, jetzt auf das Pferd der PC-Entwicklung mit aufspringen. Also Mario Kart für PC, das hätte doch was. Ohne Scheiß, richtig geil, so Mario Kart, Mario Party auf PC zocken, das wäre richtig, richtig nice. Nintendo würde seine Kohle verdienen, ja, und wir hätten endlich als PC-Spieler nicht mehr das Problem, wir müssten uns jetzt eine Konsole besorgen, nur um XYZ-Titel da zocken zu können. Also das würde ich mir noch wünschen. Sony macht es ja jetzt auch. Ne, hat ja da auch irgendwie den Shop-Klienten, wo du dann die Möglichkeit besitzt, Spiele zu kaufen, die du dann auch gleichzeitig auf dem PC zocken kannst. Microsoft macht es ja so, ne, über den Microsoft Shop kannst du dir entweder, wenn du die Xbox One-Version geholt hast, das gleich auch für PC zocken. Und wie gesagt, da hoffe ich einfach, dass da viel mehr auf dieses Pferd mit aufspringen. Ne, weil, wie gesagt, Bock auf Mario Kart hätte ich schon. Es gibt einen Klon. Ja, was heißt ein Klon? Es gibt dieses Sonic in All-Star Racer Transformed. Das so ziemlich nah an Mario Kart rankommt. Bin ich ehrlich. Aber so, es ist halt nicht Mario Kart. Auch wenn es richtig viel Spaß macht. Ne, das würde ich auch gar nicht ausschließen. Ich rede das Game auch gar nicht schlecht, weil ich liebe dieses Game.
habe ich viele, viele Stunden schon drin verbracht und viel Spaß haben wir da erlebt und war immer nice. Aber wie gesagt, es geht mir halt um Mario Kart. Was ist denn das da vorne? Ich hätte voll Bock auf Mario Kart und das in Richtung PC halt. Sieht ja auch interessant aus. Was ist denn das jetzt schon wieder? So gartenmäßig oder so, ne? Ah, guck mal auch nach oben. Guck mal einer an. Nice. Und guck mal, da ist auch eine Kiste. Wo sogar noch Sachen drin sind. Lecco Mio. Da sind sogar noch Sachen drin. Mama, Mama. So, wir haben auf jeden Fall massig Fleisch. Pass auf. Wenn wir schon mal hier sind. Ein bisschen Kohle haben wir ja. Dann wollen wir auch schon mal ein bisschen Eisen einschmelzen. Wir haben ja den Eisenkies hier. Wir haben auch, glaube ich, Eisenerz. Hier, guck mal. Dann schmelzen wir das Ganze schon mal ein. Gleich noch einiges mehr dazu kommen, denke ich mal. Das können wir wegschmeißen. Die Holz können wir wegschmeißen. Damit können wir nichts anfangen. Gibt es irgendwie einen Farbstoff dafür? Nee, aber wir können das recyceln. Warte, hier, guck mal, das können wir stacken. Hier, die können wir stacken. Ja, ein paar Sachen haben wir schon, wa? Ja, guck mal, da haben wir auch Platz geschaffen. Da könnten wir... Wie machen wir das am blödsten? Pass auf. Wolken können wir hier reintun. Dann tun wir die Platte dahin. Dann tun wir das dahin. Da haben wir nämlich den Goldkies. Und daneben können wir das ganze Eisen halt klatschen. Guck mal, schwarze Wolle haben wir auch. Können wir auch hier rein tun. So, da haben wir nämlich schon mal ein bisschen was an Eisen und können jetzt gleich noch mal ein bisschen Futter brutzeln. Futter werden wir, denke ich, immer noch brauchen. Nachher unterwegs zu sein. Pass auf, während das hier brutzelt, guck mal, da vorne waren noch Eisenbärenbüsche. Und jetzt habe ich natürlich die Sachen wieder eingesammelt. Nice. Das haben wir weggeschmissen, das haben wir weggeschmissen, das haben wir weggeschmissen. Das hier können wir in den Rucksack tun. Können wir auch in den Rucksack tun. Da haben wir schon mal unser ganzes Eisen eingeschmolzen. Können wir direkt weitermachen mit dem Fleisch. Können schnell pennen. Ist nämlich wieder Nacht. Gut, wir sind nicht runtergefallen. Das dahin. We'll be right back.
Na komm, Butze ist schneller. Wir wollen ja auch mal weiter. Aber wir haben denn erstmal was zu futtern zusammen. Das ist ja auch schon mal viel wert. Ich weiß, wir haben hier noch ein bisschen was zusammen. Klare Sache. Aber so haben wir halt noch mehr und müssen uns erstmal keine Sorgen machen. Schon einige Sachen gefunden, wenn man sich so... Na, guck mal, hier haben wir auch noch Sachen, aber das werden wir für unsere Ernte zu Hause benutzen. Wenn wir dann einen geeigneten Platz gefunden haben, das ist davon mal abgesehen. Guck mal, da hinten ist noch irgendwie eine Konstruktion. Dunkle Holzstuhl, das können wir bestimmt auch mit anbrutzeln. Und so kommt das hier erstmal als Alternative. Müssen wir gucken, dass wir auf jeden Fall noch Kohle sammeln werden. Für solche Küchelaktionen halt und. Ja, mal schauen. Fisch können wir auch noch putzeln, eigentlich. Na komm, Brutzel, wir wollen ja weitergehen. Machen sie es einfach ganz anders, pass auf. Restrohes Fleisch klatschen wir einfach hier rein. Weil wie gesagt, genug zu essen haben wir ja erstmal. Warten wir nur, bis das hier durchgebrutzelt ist. Dann passt das Ganze. Und dann eiern wir weiter, bevor wir jetzt Ewigkeiten hier rumstehen. Und gar nicht mehr zum Zuge kommen. Muss ja auch nicht sein, ne? Okay. Nice. Ja, bei Holzkohle könnten wir uns im Endeffekt dann irgendwann mal machen. Nicht jetzt, nicht gleich, nicht morgen, sondern beim nächsten Mal irgendwann. Wir werden auch, guck mal hier, werden, denke ich mal, früher oder später noch Möglichkeiten ausnutzen müssen zu brutzeln. So, Freunde. Und für euch geht es schon wieder zum Ende dieser Folge und ich sage an dieser Stelle, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich sag, bis zur nächsten Folge. Ey, der Versprecher, Verbrecher ist ja übel momentan. Für mich gleiche Session, für euch neue Folge. Also, Freunde, bis gleich.